Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf die rechts oben stehende Infokarte gelangen Sie auf unsere Homepage www.inkmatte.de und können dort dieses Buch bestellen oder auch nur einige Seiten aus diesem Buch probelesen. Herzlich willkommen zur 355. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. In der letzten Folge hatte ich gezeigt, wie man mit der Separationsmethode Lösungen der eindimensionalen Wellengleichung am Beispiel der beidseitig eingespannten Seite erhält. In dieser Folge nun betrachten wir jetzt ein konkretes Beispiel, wobei die Seite jetzt mittig angezupft werden soll, so wie ich das hier links im Bild schon einmal dargestellt habe. Sie sehen, die Anzupfung, also unsere Anfangsbedingung, ist hier rot eingezeichnet. Und zwar wollen wir die Seite mal dreiecksförmig auslenken, der Einfachheit halber. Und diese rot eingezeichnete Auslenkung wird beschrieben durch eine Funktion f von x und die ist hier definiert durch eine stückweise definierte Funktion und zwar x für den Fall, dass x größer gleich 0 ist, aber kleiner als 1/2 und 1 minus x für den Fall, dass x größer gleich 1/2 ist und kleiner gleich 1. Sie sehen schon hieran, dass hier die Seitenlänge gerade 1 gewählt worden ist. Dieses Randanfangswertproblem, was wir jetzt hier betrachten wollen, wird dann beschrieben durch eine partielle Differentialgleichung, so wie ich das hier rechts oben schon hingeschrieben habe. Und zwar die zweite partielle Ableitung der Funktion u nach der Zeit minus der zweiten partiellen Ableitung von u nach dem Ort x ist gleich 0. Und hierbei haben wir auch schon angenommen, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit vollkommen unrealistisch, nämlich als 1 angesetzt worden ist. Dass ich hier die Länge der Seite 1 wähle und die Anfangsgeschwindigkeit als 1 wähle, hat einfach nur den Grund, damit ich hier nicht so viel schreiben muss. Dann haben wir zwei Randbedingungen hier wieder vorgegeben, und zwar, weil die Seite links als auch rechts fest eingespannt ist, muss hier Folgendes gelten, dass die Auslenkung dieser Seite u an der Stelle x gleich 0 bzw. an der Stelle x gleich 1 für alle Zeiten immer 0 sein muss. Und wir betrachten hier folgende Anfangsbedingungen, und zwar, dass die Anfangsauslenkung, also u an einer beliebigen Stelle x zur Zeit 0 gerade unserer Funktion f von x sein soll. Und wir wollen hier einmal annehmen, dass die Anfangsgeschwindigkeit dieser Seite für jeden Ort gleich 0 sein soll. Und wir hatten in der letzten Folge die Lösung dieses Randanfangswertproblems schon hergeleitet. Wir halten als Lösung für u in Abhängigkeit von x und t diese unendliche Reihe, wobei in dieser Reihe hier die Fourier-Koeffizienten aufgetaucht waren, nämlich a, n und bn. Und diese Fourier-Koeffizienten, das hatten wir auch in der letzten Folge hergeleitet, berechnen sich so, wie ich das hier hingeschrieben habe. Es gibt natürlich noch wesentlich, wir betrachten hier nur das einfachste Beispiel, was man sich überhaupt nur denken kann. Man kann sich natürlich noch wesentlich kompliziertere Randanfangswertprobleme ausdenken. Beispielsweise betrachten wir mal den Fall, dass die Seite schräge eingespannt ist, so wie ich das jetzt hier einmal hinzeichne. Meinetwegen wieder von der Länge 1. Das heißt also, unsere Randbedingungen wären jetzt hier so, dass u an der Stelle x gleich 0 den Wert a beispielsweise hat und u an der Stelle x gleich 1 den Wert b. Und dann kann man sich sogar noch vorstellen, dass sich diese Einspannpunkte hier sogar noch zeitlich verändern. Das heißt also, hier zeitlich hin und her wandern. Und wir können sogar noch den realistischen Fall annehmen, dass diese Seite noch gedämpft wird. Sie sehen also, unsere Schwingung, die herauskommen wird, die läuft also unendlich lange ohne Dämpfung. Das heißt, die Amplitude bleibt für alle Zeiten immer gleich groß. Das ist natürlich unrealistisch. In der Wirklichkeit, wenn Sie eine Seite anzupfen, dann weiß man, dass die Amplitude mit zunehmender Zeit immer kleiner wird. Und dann kann man hier noch beispielsweise berücksichtigen, dass von außen irgendeine orts- und zeitabhängige Kraft sogar noch wirken kann. Das führt dann zu einer inhomogenen Wellengleichung. Und all diese komplizierten Fälle können Sie sich anschauen im Begleitbuch zu diesem Video im Band Nummer 13, partielle Differentialgleichung. Wie gesagt, wir wollen hier nur den einfachsten Fall behandeln, weil alle anderen Fälle sind sehr rechenintensiv und für ein Video eigentlich ungeeignet. Zunächst einmal schauen wir uns hier die Anfangsbedingungen an, die ich hier schon mal eingerahmt habe in Schwarz. Ich rahme sie hier nochmal in Rot ein, nämlich da dass die Anfangsgeschwindigkeit der Seite u partiell abgeleitet nach t
zu jeder Zeit und an einem beliebigen Ort immer null sein soll. Und diese Anfangsauslenkung hatten wir im letzten Video bezeichnet allgemein mit einer Funktion g von x. Und die ist bei uns hier offensichtlich 0. Wenn die Funktion g von x gleich 0 ist, dann sind aber die Fourier-Koeffizienten bn alle 0, denn der Integrand ist ja dann 0. Und das bedeutet, bn ist 0 und zwar für alle n aus der Menge der natürlichen Zahlen. Das heißt, wir brauchen uns also nur noch darauf konzentrieren, wie rechnen wir die Fourier-Koeffizienten a Index n aus. Nun zunächst einmal mit der Annahme, die wir getroffen haben, nämlich dass die Länge der Seite 1 ist und die Ausbreitungsgeschwindigkeit ebenfalls 1 ist, dann können wir gleich einmal die Lösung hinschreiben, wie die aussehen muss. Und zwar, da ja unser bn in unserem Fall 0 ist, verschwindet letztendlich dieser Ausdruck hier hinten in der Lösung. Und wir können dann l gleich 1 und c gleich 1 einmal einsetzen und erhalten dann als Lösung letztendlich u in Abhängigkeit von x und t ist die unendliche Reihe, also die Summe von n gleich 1 bis unendlicher und den Faktor an ziehe ich mal nach vorne hin. Dann haben wir Sinus von, ja, bedenken Sie, L ist 1, also steht dort n mal Pi mal x, multipliziert mit Cosinus, ja, da c gleich 1 ist und L auch gleich 1 ist, erhalten wir einfach nur Cosinus n Pi mal t. So sieht also unsere allgemeine Lösung aus und wir brauchen jetzt letztendlich nur noch für unseren Fall der mittig angezupften Seite letztendlich die Fourier-Koeffizienten a n zu berechnen. Ja, die Formel steht da, wie das geht. Wir bedenken hier, dass l gleich 1 ist, also berechnen sich die a n durch 2 mal dem Integral von 0 bis 1 über die Funktion f von x multipliziert mit Sinus von n Pi mal x dx, weil l ja gerade hier 1 ist. So, das heißt also für unseren Fall, wir haben ja eine stückweise definierte Funktion f von x vorgegeben. Das heißt, das Integral spaltet sich jetzt auf in zwei Integrale. Das erste Integral läuft also von 0 zunächst einmal bis 1/2. Unsere Funktion f von x ist in diesem Fall x, also x mal Sinus npi x dx plus einem weiteren Integral und dieses Integral läuft von 1/2 bis 1. Unsere Funktion f von x ist in diesem Bereich 1 minus x und das Ganze wieder multipliziert mit Sinus n Pi mal x dx. Und diese Integrale müssen jetzt gelöst werden und dazu eignet sich hier die partielle Integration. Das heißt, für das erste Integral setzen wir an, dass x gleich u ist und die Sinusfunktion soll gerade mal v' sein. Genauso verfahren wir im zweiten Integral. 1 minus x setzen wir als u an und Sinus npx wieder als v'. Also wenn v' gleich Sinus von npx ist, dann ist doch v gerade ja aus Sinus wird dann offensichtlich minus Cosinus integriert. Npx und dividiert das Ganze durch n mal pi. Denn wenn Sie v wieder ableiten mit Hilfe der Kettenregel, aus minus Cosinus wird ja gerade Sinus und die innere Ableitung n mal pi kürzt sich gerade hier mit dem Nenner heraus. So dass wir letztendlich hier dann erhalten, das ist gleich, also wir verwenden jetzt die partielle Integration, zunächst einmal u mal v. Ja, v gibt ein negatives Vorzeichen, das heißt, das ziehe ich mal nach vorne hin. Unser u ist x, unser v wäre, aus Sinus wird ja Cosinus n mal pi mal x und das Ganze dividiert durch n mal pi in den Grenzen von 0 bis 1/2. Dann geht es weiter mit minus dem Integral von 0 bis 1/2. Jetzt kommt u' ist bei uns 1, multipliziert mit v, ja das gibt gerade wieder den minus Cosinus von n mal pi mal x, dividiert durch n mal pi und das Ganze dann dx. Damit wäre also das erste Integral schon mal bearbeitet. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Integral. Da füge ich mal eine Klammer hier vielleicht nochmal ein. Wir benutzen auch hier wieder die partielle Integration. Wir fangen wieder an mit u mal v. V liefert ein negatives Vorzeichen. Das ziehe ich mal wieder nach vorne. Und dann steht im Zähler 1 minus x multipliziert mit Cosinus n px. Und das Ganze dividiert wieder durch n mal pi.
Und das läuft in den Grenzen diesmal von 1,5 bis 1. Dann kommt noch minus dem Integral von 1,5 bis 1. Jetzt kommt U'. Ja, U' ist bei uns jetzt minus 1 mal V. Und das liefert gerade wieder minus Cosinus npx dividiert durch n mal pi und das Ganze dx. Ist gleich, ja, ich schreibe zunächst einmal den ersten Summanden hier einmal ab. Gleich in eine eckige Klammer, warum werden Sie gleich sehen. Also minus x mal Cosinus npx dividiert durch n mal pi. Dann geht es weiter. Ja, jetzt haben wir dieses Integral über den Minus Cosinus zu berechnen. Das Integral über Minus Cosinus, das liefert gerade plus Sinus, also plus Sinus npx. Und im Nenner müssen wir das berücksichtigen, dass wir dort noch einmal ein n mal pi heranmultiplizieren, sodass wir hier letztendlich im Nenner n mal pi Quadrat stehen haben. Und das Ganze muss ausgewertet werden in den Grenzen von 0 bis 1,5. Dann kommen die beiden verbleibenden Ausdrücke, auch die schreibe ich mal wieder in eine eckige Klammer. Den ersten Ausdruck schreibe ich zunächst einmal wieder ab, also im Zähler 1 minus x mal Cosinus npx, dividiert das Ganze durch n mal pi. Dann geht es weiter, diese beiden Vorzeichen hier im Integranten, im letzten Integral, ergeben ja ein positives Vorzeichen. Aus dem Cosinus integriert wird dann ein Sinus, sodass wir erhalten minus Sinus von n mal pi mal x, dividiert durch n mal pi, aber wir müssen im Nenner noch ein n mal pi ran multiplizieren, also erhalten wir insgesamt im Nenner n mal pi Quadrat. Und das Ganze geht in den Grenzen von 1,5 bis 1. So, setzen wir jetzt die Grenzen einmal ein, das heißt die Stammfunktion an der oberen Grenze ausgewertet minus die Stammfunktion an der unteren Grenze ausgewertet, dann erhalten wir hier, wenn wir zunächst einmal für den Ausdruck in der ersten eckigen Klammer für x gleich 1,5 einsetzen, erhalten wir doch offensichtlich minus 1,5 mal Cosinus von n mal pi mal 1,5, also n pi halbe letztendlich. Das Ganze dividiert durch n mal pi. Dann geht es weiter mit plus Sinus von n mal pi dividiert durch 2 und das Ganze dividiert durch n mal pi in Klammern hoch 2. Werten wir nun die beiden weiteren Ausdrücke ein. Ach ja, wir müssen die untere Grenze natürlich noch jetzt berücksichtigen. Also obere Grenze haben wir eingesetzt, minus den ganzen Ausdruck an der unteren Grenze. Setzen Sie für x die 0 ein, wird dieser erste Summand hier verschwinden. 0 mal Cosinus ja, von 0 ist auf jeden Fall 0. Und der zweite Summand, Sinus n mal pi mal 0 ist auch 0, also minus 0 letztendlich. Dann geht es weiter. Jetzt betrachten wir den Inhalt der zweiten eckigen Klammer und setzen zunächst einmal die obere Grenze ein. Sie sehen, der erste Summand, wenn Sie für x eine 1 einsetzen, steht hier als Vorfaktor vor dem Cosinus. 1 minus 1 ist also 0. Und Sinus von n mal pi mal 1, also Sinus n mal pi, ja, das sind gerade die Nullstellen n mal pi der Sinusfunktion. Also halten wir auch für den Sinus eine 0, sodass wir hier letztendlich eine 0 erhalten. Also insgesamt minus 0, wenn Sie so wollen. Weil hier überall negative Vorzeichen stehen. Dann den ganzen Ausdruck an der unteren Grenze ausgewertet. Das gibt dann zunächst einmal positive Vorzeichen, weil es gilt ja die Regel obere Grenze minus untere Grenze. Setzen wir für x die 1,5 einmal ein, erhalten wir für den ersten Summanden in der eckigen Klammer wieder 1,5 mal Cosinus n mal pi halbe dividiert durch n mal pi und plus Sinus n mal pi halbe dividiert durch n mal pi in Klammern hoch 2. Und nun sehen Sie, dass die beiden Summanden, die den Cosinus enthalten, sich hier gerade gegenseitig aufheben. Wir halten hier also in der geschweiften Klammer letztendlich zweimal diesen Sinusausdruck. Da hier vorne auch noch eine 2 steht, können wir das aber alles zusammenfassen zu 4 mal Sinus von n mal pi dividiert durch 2 und das Ganze dividiert durch n mal pi in Klammern hoch 2. Nun, wenn Sie für n jetzt eine gerade Zahl hier einsetzen, also die Zahl 2, 4, 6 und so weiter, eine gerade Zahl dividiert durch 2 gibt immer eine natürliche Zahl und eine natürliche Zahl mal pi im Argument des Sinus liefert auf jeden Fall immer 0. Für den Fall, für n gerade.
So, wie sieht das nun aus, wenn n ungerade ist, also n gleich 1, 3, 5 und so weiter? Dann kann man die Lösung hier ganz elegant folgendermaßen schreiben, nämlich als minus 1 hoch n minus 1 dividiert durch 2, multipliziert das Ganze mit 4 dividiert durch Pi Quadrat mal n Quadrat. Beispielsweise setzen wir für n einmal die Zahl 1 ein und betrachten mal hier im linken Ausdruck den Zähler. Wenn Sie für n eine 1 einsetzen, erhalten Sie im Zähler Sinus von Pi halbe und das gibt gerade plus 1. Diese plus 1 entsteht auch durch diesen Vorfaktor hier. Wenn Sie für n jetzt mal eine 1 einsetzen, haben Sie hier stehen minus 1 hoch, ja, 1 minus 1 halbe, also minus 1 hoch 0, das ist plus 1. Setzen Sie n gleich 3 ein, links einmal, Sinus von 3 Pi halbe, wissen wir, das ist gerade minus 1. Setzen Sie die 3 auf der rechten Seite in diesen Ausdruck ein, also minus 1 hoch 3 minus 1 halbe, 3 minus 1 halbe, das ist aber gerade 2 halbe, also 1, liefert also gerade wieder das negative Vorzeichen. So, und das bedeutet dann letztendlich, es kommen hier letztendlich nur ungerade Zahlen für n in Frage, also für n ungerade. Das heißt, wie sieht dann unsere allgemeine Lösung aus, nämlich u in Abhängigkeit von x und t? Das hatte ich hier oben ja schon eingerahmt in Rot, wie Sie sehen. Das ist die unendliche Summe von n gleich 1 bis unendlich über an mal Sinus mal Cosinus und so weiter. N kann aber bei uns in unserem Fall nur ungerade sein. Und das können wir folgendermaßen jetzt ganz geschickt schreiben. Wir summieren hier wieder auf von n gleich 1 bis unendlich. Und damit wir die ungeraden Zahlen hier berücksichtigen, schreiben wir a Index 2n minus 1. Denn egal welches n Sie hier einsetzen, erhalten Sie immer eine ungerade Zahl hier, multipliziert mit Sinus von, und das n ersetzen wir auch hier durch 2n minus 1, damit wir gerade die ungeraden Zahlen für n erwischen. Und das Ganze dann noch multipliziert mit Cosinus von 2n minus 1 multipliziert mit Pi mal t. So, setzen wir das einmal ein. A Index 2n minus 1, was liefert das? Daraus folgt ja A Index 2n minus 1 wäre dann, also das hier ist ja gerade unser a n gewesen, dann erhalten Sie hier gerade minus 1 hoch, ja, wir müssen n ersetzen durch 2n minus 1, dann steht da aber noch eine minus 1 im Zähler, im Exponenten, dividiert durch 2 mal 4, dividiert durch Pi Quadrat mal 2n minus 1 zum Quadrat. So, hier oben lässt sich noch etwas vereinfachen. 2n minus 2 erhalten Sie dort, wie Sie sehen, im Zähler, im Exponenten. Sie können dort eine 2 ausklammern und mit dem Nenner kürzen, sodass wir es insgesamt schreiben können als minus 1 hoch n minus 1 multipliziert mit 4 dividiert durch Pi Quadrat mal 2n minus 1 in Klammern hoch 2. Und wenn wir jetzt einmal annehmen, dass diese unendliche Reihe konvergent ist, können wir aus dieser Reihe diesen konstanten Faktor 4 dividiert durch Pi Quadrat einmal ausklammern, also nach vorne ziehen. Sodass wir halten 4 dividiert durch Pi Quadrat multipliziert mit der unendlichen Reihe von n gleich 1 bis unendlich. Ja, und dann schreiben wir in Zähler hinein minus 1 hoch n minus 1 und im Nenner in Klammern 2n minus 1 zum Quadrat. Das Ganze dann noch multipliziert mit der Sinusfunktion. Im Argument steht dann 2n minus 1 multipliziert mit Pi mal x. Und das Ganze noch multipliziert mit der Cosinusfunktion, mit dem Argument 2n minus 1 multipliziert mit Pi mal t. Und wie diese Lösung aussehen, das habe ich hier einmal schon einmal vorbereitet. Diese Graphen, die hier jetzt zu sehen sind, habe ich mit Mathematiker erzeugt. Und zwar habe ich hier mal das Schwingungsverhalten dieser mittig angezupften Seite für eine halbe Periode aufgezeichnet. Die halbe Periode wäre bei uns hier gerade die Zeit t gleich 1. Das erkennen wir daraus, wenn wir einmal schauen, dieser Ausdruck Pi hier, das muss ja gerade unser Omega sein und Omega ist ja immer 2 Pi durch t, muss ja bei uns also, ich vergleiche gerade Pi sein, daraus sehen Sie, wenn Sie das auflösen, t ist gleich 2.
Das heißt, wir haben hier also 2 als t und Sie sehen, ich gehe hier bis zur Zeit t gleich 1 nur, also bis zu einer halben Periode. Am Anfang bei der Zeit t gleich 0 sehen Sie, wir haben ja die dreiecksförmige Anfangsauslenkung gegeben. Wird die Zeit jetzt vergrößert, nimmt die Amplitude ab, so wie das hier dargestellt ist in den oberen 3 Bildern. Hier sehen Sie also, die Amplitude wird immer kleiner. Und dann, wenn wir bei der Zeit 1/2 angekommen sind, ist die Auslenkung an allen Orten x zwischen 0 und 1 gerade 0. Dann schwingt die Amplitude nach unten über, wie Sie sehen, im negativen Bereich. Die Amplitude wird größer, größer, bis wir mal wieder bei der dreiecksförmigen Auslenkung sind, die allerdings jetzt im negativen Bereich zeigt. Wenn Ihnen jetzt dieses Video gefallen hat, können Sie mir gerne einen Daumen nach oben geben und vergessen Sie bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls Sie kein weiteres Video verpassen wollen. Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf die rechts oben stehende Infokarte gelangen Sie auf unsere Homepage www.inkmatte.de und können dort dieses Buch bestellen oder auch nur einige Seiten aus diesem Buch probelesen.